Digitalstrom ist ein System, mit dem wir alle Geräte im Haus vernetzen. Das heißt, eine Leuchten, Taster, Rollläden, Jalousien, alles, was man hat. Wir machen das mit dieser Technik, mit dieser Klemme. Das ist eine Lüsterklemme, die kann 6 Dinge. Sie kann Strom schalten, Strom dimmen, Strom messen. Da ist ein Rechner drauf, ich kann Daten darauf speichern und sie kommuniziert über die Stromleitung. Damit vernetzen wir auf der einen Seite alle Geräte und geben ihnen die Intelligenz. Dadurch sind wir eben in der Lage, sehr viele unterschiedliche Anwendungen neben dem normalen Licht-Ein- und Ausschalten, Automatisierung oder Ähnliches darüber laufen zu lassen. Eine der Möglichkeiten ist ja, ich vernetze alles im Haus, aber auch mit Systemen außerhalb des Hauses. Deswegen bin ich zum Beispiel in der Lage, Services wie Google Now, der eine Sprache in Text übersetzt, zu erweitern mit einem Kommando, das eben aus Texten Kommandos macht. Somit erlauben wir dem Kunden eine Sprachsteuerung. Ich kann das mal kurz zeigen. Das Licht im Esszimmer einschalten. Was jetzt passiert ist, der Text wird zu Google gesendet, daraus entsteht das Text. Das übersetzen wir wieder in ein Digitalstromkommando, wird zum Haus geschickt und das Licht geht an. Also das heißt, ich kann darüber steuern. Ich kann dem Haus aber auch Fragen stellen, zum Beispiel, wenn ich mich frage, hat es geklingelt? Es hat zuletzt vor 2 Minuten geklingelt. Dann kriege ich die Antwort, es hat zuletzt vor 2 Minuten geklingelt, da war wohl jemand, ich habe es überhört. Also die Idee dahinter ist, ich benutze verschiedene Services, die heute in der Cloud schon existieren, verbinde die mit einem vernetzten Haus und kann dann eben solche Applikationen möglich machen.